Hallo ihr Lieben. Hi. Wir waren heute auf dem Street Food Festival hier in Gerolstein. Da waren ganz, ganz viele Food Trucks, also Trucks mit Essen. Ja, wir haben schon mal etliches da probiert, etliches mit heimgeholt. Und das Geilste, was wir mitgenommen haben, probieren wir jetzt hier live. Ich zeige mal gerade, was es ist. Achtung, nicht erschrecken. Oh je. Okay, links. Links haben wir Mittelmeergrillen. In der Mitte haben wir Schwarzkäferlarven und hier rechts haben wir eine Wüstenheuschrecke. Also Mittelmeergrillen, Schwarzkäferlarven und eine Wüstenheuschrecke. Also wir waren an einem Insektenstand und stell uns mal wieder dahin. Und wir werden das jetzt live für euch probieren. Scheiße. Bin mal gespannt, ein bisschen was uns da erwartet. Schon ein bisschen Schiss. Also ich fange es einfach mal an. Das fängst an. Also hier ist alles noch dran. Die haben noch Beinchen, die haben noch Fühler. Beine. Bein ist abgefallen, okay, aber im Prinzip haben Fühler, sie noch Beine. Hinterteil, alles. Gedärm. Und ich probiere es einfach mal. Du hast auch noch die kleinste geholt, weißt du? Nussig. Nussig, knusprig. Hat ein bisschen was von Pommes. Also welche soll ich? Oh, Hase. Also fang an. Also ich sage Nuss, ja, okay. Mit Fritten. Erst eine Mittelmeergrille. Ja, guck mal. Also die leben nicht mehr, sie sind tot. Kennt ihr noch die Biene Maya? Tot gegrillt. Flip ist tot. So ein bisschen Dschungel zu Hause. Mmh, geht aber. Aber gar nicht so schlecht. An zweiter Position haben wir hier Schwarzkäferlarven. Auch gegrillt mit ein bisschen Ingwer. Und was war noch drauf? Limettensaft. Das sind also, wie gesagt, Schwarzkäferlarven. Und ich stelle jetzt einfach. Ach, die Mittelmeergrillen. Die sind in Knoblauchöl angegrillt, deswegen haben sie diesen Knoblauchgeschmack. Und? Also der Verkäufer sagte, die Schwarzkäferlarven würden nach Käse, nach Bergkäse schmecken. Aber also im Abgang nach Bergkäse, hat er gesagt. Für mich schmecken sie auch nach, also könnten ja eine Nuss-Nougat-Creme sein. Ich probier mal. Also ich kann die nicht anfassen. Vielleicht ist das in den Mund. Oh, warte, ich muss schon mental drauf vorbereiten. Das Schiss, ich hasse so. Die ist tot. Die ist tot. Wenn ich jetzt im Dschungel wäre und dafür 10.000 Euro kriegen würde, dann würde ich die auch essen, ne? Harmlos. Also für mich schmeckt das wie eine Nuss-Nougat-Creme. Ein bisschen nussiger vielleicht noch. Ist ein bisschen salzig, ne? Ja, weiß nicht. Also Käse schmeckt für mich anders. Wenn man die Larven sieht, frage ich mich, wie groß die Schwarzkäfer dann sind. Und jetzt? Und hier, das ist jetzt der größte. Da sind keine Flügel mehr dran. Das ist eine Wüstenheuschrecke. Das war eine Wüstenheuschrecke. Das war eine Wüstenheuschrecke. Gut durchkauen heißt es da. Oh. Ich schrecke sowieso vor nichts zurück. Wolltest du auch beißen? Nee, ich überlasse dir ganz. Die musst du dir ganz reinschieben in den Mund. Wow. Und? Also das war, wenn ich jetzt alle drei, boah, ein bisschen von Maggi, oder? Stehst du auf Maggi? Da ich jetzt Maggi über alles liebe. Wow. Also. Was ist dein Favorit? Heuschrecke. Heuschrecke war am besten. An zweiter Stelle, davon haben wir ja noch genug hier. Wer zu uns kommen möchte und probieren möchte. Oh, wir haben noch Zeug, Leute. Also wir haben jeweils, naja, okay, nee. Ah ja, 10 von diesen toten Flips, ja. Mittelmeergrillen. Mittelmeergrillen, danke. Guck mal hier. Oh, guck mal, die hat auch noch einen Flügel. Ja. Das sieht man da, den Flügel? Alter. Und wie gesagt, das sind, hier. Das waren Schwarzkäferlarven. Aber davon esse ich jetzt noch eine. Nee, da esse ich lieber noch einen Flip.
Ja, sie isst jetzt noch Mittelmeergrill. Also ich glaube, den Großteil überlasse ich dir, weil du ein Mann bist, du brauchst viele Proteine und so. Also. Und wir wollen ja auch Kinder, also Also. Proteine. Schlecht schmeckt es nicht. Man muss das einfach abschalten, kostet ein bisschen Überwindung. Man muss jetzt einfach, man darf die Viecher nicht zu lange ansehen, sondern man steckt sie sich einfach in den Mund und probiert es. Also hätte ich niemals gedacht. Ich habe gedacht, Ich das esse noch schmeckt einen Clip, irgendwie, einen kann Clip man nicht noch. beschreiben, dass das irgendwie eklig ist, aber es schmeckt Ja. wirklich gut. Ganz eine Mittelmeergrille. Das ist eine tote Also Mittelmeergrille. kann man. Eine gegrillte Mittelmeergrille. Kein Problem. Also haut rein. Die schmeckt eher nach Knoblauch. Also ich finde es Knoblauch haben, knuspert. also ich finde die erste ein bisschen überwürzt. Die Schwarzkäferlarven schmecken nussig, ein bisschen salzig im Abgang, haben aber irgendwas von der Nuss-Nougat-Creme und davon hatte ich leider nur eine von der Wüstenheuschrecke. Die ist mein absoluter Favorit. Also ein bisschen. Mathis, die hatten keine Regenwürmer, die Nee, hatten nur Regenwürmer gab hier es nicht. und was hatten die noch? Mehlwürmer hatten sie auch noch. Also Mehlwürmer, du hattest eine Auswahl von vier verschiedenen Sachen. wir haben 3 aus 4. Ja, und Mehlwürmer hätte ich eh keine probiert. Ja, die Larven waren schon eine Riesenüberwindung. Wer es probieren möchte, bis morgen Abend geht es noch auf dem Gerolsteiner Street Food Festival. Da gibt es auch viele andere Sachen: Normale Sachen. mexikanisch, mexikanisch, amerikanisch, indisch. Und Ach ja, einen schönen Käse haben wir auch Käse gekauft. auch. Ja. Also echter Käse aus Milch. Viele Nichts, nichts Sachen, musste dafür sterben, außer viele die gute Kuhmilch Sachen. geben. Ganz interessant. Nicht ganz günstig alles, aber für sich Hat sich mal so gelohnt, ein ne? bisschen durchzuprobieren. Ganz Auf jeden interessant. Fall. Okay, Okay. sind wir fertig? Jo. Okay, dann macht's gut. Tschö. Tschüss!